Jo, Hallöchen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Dragons und fang auch gleich mal an. Was können wir hier? Hier können wir gleich mal zuschlagen, holen uns erstmal den Gegenstand, würde ich sagen. Und dann werden wir auch erstmal loslegen, unsere Ressourcen hier einzusammeln. Da haben wir natürlich auch wieder mal ein bisschen was zu tun. Unsere Drachen waren natürlich wieder mal extrem fleißig. Von daher würde ich sagen, schicken wir die natürlich erstmal wieder ab, Material sammeln und werden uns dann natürlich um alles weitere danach kümmern. So, oh, die haben auch Holz gesammelt. Genau so sieht's aus. Die können auch gleich wieder losflattern. Die könnten wir vielleicht später auch nochmal füttern. Wie wir Bock drauf haben, können wir uns auf jeden Fall mal überlegen, was wir hier machen, welche Drachen wir weiter füttern, welche wir hier Pimp kriegen und. Ich meine, klar, ihr seht schon auf Anhieb, dass wir da ein, zwei Drachen haben. Von daher würde ich sagen, werden wir damit erstmal loslegen. Checken dann natürlich erstmal die Lage und gucken auf alle Fälle, ob wir da, wie ihr sagt, den einen oder anderen ins nächste Level katapultieren können. So, hier sieht es erstmal gut aus. Dann würde ich sagen, zwischen wir ja kurz mal runter. Wir werden hier nochmal den einen oder anderen losschicken. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal darum, um unsere Reisenden und natürlich unsere legendären Drachen. Da haben wir natürlich mehrere Optionen. Hier kriegen wir natürlich wieder mal nur ein Stück Eisen. Ist natürlich nicht so geil. Aber gut, okay, hier haben wir die Chance auf 50. Mit ein bisschen Glück könnte was werden. Ich weiß es natürlich noch nicht so genau. 28 haben wir hier am Start. Das heißt natürlich, wir könnten auf jeden Fall mal gucken, ob wir hier eventuell heute noch irgendwie was reißen können. Vielleicht machen wir doch erst im nächsten Let's Play. Also wie gesagt, ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Aber ich denke, uns fällt hier mit da nächsten Zeit ein bisschen was ein. So, erstmal checken wir unseren Ohne-Zahn. Hier hat man natürlich Pech, dann würde ich sagen, lassen wir den erstmal wieder ein bisschen suchen. Probieren wir einfach mal den geflügelten Gefährte zu bekommen. Cool wäre natürlich, wenn da was geht. Versprechen kann ich erstmal nichts. Aber wie gesagt, wir probieren es aus. Suchen den erstmal 2 Stunden, 14 Minuten dauert's. Drückt mir die Daumen. Dann würde ich sagen, gehen wir natürlich erstmal hier hin. Sammeln natürlich erstmal unsere 50 Runen ein. Und können natürlich gucken, was wir hier nur so reißen können. Naja, hier wollen wir nicht zuschlagen. Hier eigentlich auch nicht. Das heißt natürlich, wir gucken hier rein, weil hier tritt jetzt bei, okay, wollen wir nicht beitreten, von daher ist das natürlich auch erstmal Geschichte. So, was haben wir dann? Was haben wir hier? Einsammeln, tägliche Gratisruhen, ja, okay, Level 1, sammeln, nur für Drachenreiter, alles klar, wollen sie wieder locken? Ich weiß nicht, wer von euch ist Drachenreiter, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, also wie gesagt, wer ist Drachenreiter? Wäre ein cooles Ding von euch, dann checken wir hier erstmal die Lage, drehen hier auch erstmal am Rad und machen uns hier natürlich erstmal ein Bild von dem Ergebnis, gucken, was am Ende bei rauskommt. Gut, okay, ein paar Runen wären es, war natürlich nicht so pralle, aber naja, ist halt nicht zu ändern, schicken wir den erstmal nochmal los, würde ich sagen. Dann würde ich vorschlagen, wenn wir hier nochmal die Lage checken. Oh, wow, 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 wow. Ein Gradpaket wäre natürlich richtig nobel, wenn da was geht. Wäre auf jeden Fall hammerhart. Sieht sehr gut aus. Jo, 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 jo. Das Gradpaket haben wir gleich mal am Start. Das ist natürlich richtig genial. Da mache ich erstmal einen Screenshot und mache auch gleich nochmal eins. Ich meine, klar, das Gradpaket kriegt man hier nicht tagtäglich. Von daher ist das natürlich wieder mal eine fette Sache. Was kriegen wir hier? Eine Sammlung. Okay, okay, okay. 100 Mille Holz. Und Nachtterror, naja, den Nachtterror haben wir schon, von daher ist es natürlich jetzt nicht so wichtig für uns, aber wir nehmen ihn natürlich erstmal mit, können ihn jetzt erstmal platzieren, könnten ihn noch freilassen, wenn wir wollten, also ich weiß nicht, was wollen wir machen, wir platzieren den erstmal in unserem Hangar und dann würde ich sagen, wir haben auch erstmal in den Kampf gehen, checken da erstmal die Lage, können hier natürlich wieder mal ein paar Pakete einsammeln, da würde ich sagen, legen wir auch gleich mal los, werden hier erstmal ein bisschen was einsammeln. Würde ich sagen, wir haben aber hier nochmal kurz. Wen füttern wir? Füttern wir den hier. Auf Level Nummer 90 können die natürlich erstmal zu Valka schicken. Jeden Tag 3 Stunden dauert es. 9 Eisen kostet der Spaß. Ich würde sagen, das werden wir erstmal investieren. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Sache. Von daher haben wir das natürlich erstmal erledigt. Können jetzt, wie gesagt, dieses Paket hier öffnen. Gucken da natürlich rein, was gibt es hier für uns? Okay, dreimal der flüsternde Tod. Das heißt natürlich, wir können den in den nächsten Rang katapultieren. Das ist natürlich geil. Da würde ich sagen, werden wir damit erstmal anfangen. Und dann werden wir natürlich gucken, ob wir hier wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich, hoffentlich
vielleicht den nächsten Kampf gewinnen können. Also wie gesagt, gucken wir uns gleich mal an. Wie gesagt, das haben wir erledigt. Der flüsternde Tod ist im nächsten Rang. Von daher können wir hier erstmal wieder zurückgehen. Könnt ihr natürlich in den nächsten Kampf. Jeden von euch würde ich natürlich gerne wissen, soll ich mein Team hier nochmal irgendwie verändern oder ist es so ganz gut, wie ich es habe? Also wie gesagt, wenn ihr da eine Idee habt, tackert mal was in die Kommentare. Wie gesagt, wir fangen an. Wir probieren natürlich erstmal den Gegner irgendwie auszunocken. Ob es klappt oder nicht, kann ich erstmal nicht versprechen. Greifen wir den erstmal nochmal an. Oh, der weicht doch gleich mal aus. Jetzt würde ich sagen, wenn wir erstmal die Attacke nehmen. Bei dem Kollegen. Oh, wir treffen so, ja. Das ist natürlich erstmal wichtig für uns. Jetzt können wir hier erstmal. Oh, der weicht doch gleich mal aus. So, der hat auf jeden Fall gesessen. Jetzt könnten wir uns natürlich heilen, aber bringt das was? Ich würde dann fast sagen, dass wir eher da nochmal kurz angreifen. Könnten jetzt hier nochmal weitermachen. Ich weiß natürlich noch nicht bei wem. Aber ich würde fast sagen, wir greifen erstmal den hier an. Können dann die Attacke raushauen. Klar, wir hätten das vielleicht auch anders machen sollen. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen, aber gut, am Ende ist es erstmal ja nicht schlecht gelaufen. Oh, der ist so noch ausgewichen, der Kollege. Das ist natürlich gar nicht so geil. Wir können auch ausweichen. Oh, das hat geklappt. Das ist natürlich geil. Wie die Sau. Wen greifen wir jetzt auch an? Ich weiß es nicht. Eigentlich müssten wir den hier angreifen. Oder den. Wir greifen erstmal den hier an. So, dann greifen wir den hier an. Und dann können wir auf jeden Fall jetzt erstmal richtig austeilen. Ich weiß natürlich noch nicht, was wir machen. Wir greifen erstmal hiermit an, aber können anschließend natürlich mit einer Spezialattacke punkten. Ich denke eigentlich, ist ja nicht so verkehrt, weil wir heilen uns. Und der Gegner, naja, der ist auch so gut wie am Arsch. Von daher haben wir den Sieg in der Tasche, können damit nochmal angreifen und können somit natürlich den Sack hier zumachen, ohne dass der Kollege seinen Aktionspunkt auf den Kopf kloppen kann. Und da ist natürlich, der Sieg ist da, die 30 Pokale hören uns. Das nächste 8-Stunden-Paket haben wir auch in der Tasche. Und das Coolste ist, wir kriegen natürlich gleich noch ein Paket mit dazu. Das werden wir jetzt erstmal öffnen. Checken da natürlich erstmal die Lage, was da so drin ist. Hier haben wir es. Siebenmal der rauchverschwindende Qualm. Okay, siebenmal der Elite, tödliche Nagel. Dreimal der heroische Zahnhaken, ist auch geil. Und dann würde ich sagen, werden wir das natürlich erstmal anfangen, freizuschalten, gehen erstmal wieder raus und sind somit für heute auch erstmal wieder durch. Ich würde sagen, im nächsten Let's Play checken wir mal ab, welche Drachen hier bei Valka waren, welche das schaffen, ins nächste Level gepimpt zu werden und welche dann natürlich auf der Strecke bleiben. Also wie gesagt, gucken wir uns im nächsten Let's Play an. Ich hoffe natürlich, ihr schaltet wieder ein. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.